Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück bei No More Heroes 3. Beim letzten Mal haben wir ein Klo gereinigt und wir hatten sehr viel Freude dabei. Also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht wie ihr bisher darauf reagiert, weil ich bis jetzt an einem Stück aufnehme. Kann ich dich einsammeln? Hast du gerade Link nachgemacht? Wir haben ein Easter Egg gefunden, Leute. Hätte einfach da nachgemacht. Oh, daraus kann ich Nudelsuppen machen. Okay, nach leuchtenden Viechern Ausschau halten. So, jetzt können wir auch mal diese Nebenmissionen machen, die wir gerade eben beziehungsweise beim letzten Mal unterwegs gesehen haben. Ich habe einfach so viel Fun an dem Game. Es ist jetzt aber auch das letzte Video dieser Aufnahmesession. Ich muss mindestens C-Rang erreichen. Ich bin mit Vollkaracho in die Mission rein. Das heißt, ich habe Fun. Ich habe keinen Unfall gebaut. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Let's go. So, wir haben jetzt Spaß. Ich muss drei Wellen überstehen, das wird schon. So. Oh ja, ich kann eingreifen. Und Tupi-Coins habe ich gerade gekriegt. So, dich mach ich fertig. Und tschüss! Niete. Die haben echt weite Angriffe. Komm, ich will einmal perfekt ausweichen. Dann halt nicht. Was? Er hat dir erlaubt zu überleben. Ja, währenddessen muss ich doch an dem Schwert rumspielen. Und tschüss. Unbesiegbarkeitsmodus, komm her. Ich kann dir aufs Maul geben. Und du kannst nichts dagegen machen. Zack. Komm her, ich schick dich zu deiner Mama. Ich weiß, der Ersatz hat jetzt eigentlich null Bedeutung gehabt. Komm. Nee, der will nicht gegriffen werden. So. Dich mach ich weg. BSN erhalten. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Lass mich weg. Lass mich pudeln, wollte ich sagen. Das sieht halt sehr pervers aus, wie das geht. Weil das ist auch beabsichtigt von dem Spiel. Und tschüss. Also ich kann ja sagen, dass er an sich selber so rumfudelt. Das klingt, das ist jetzt nicht zensierungswürdig. Aber das andere muss ich gerade mittendrin abrechnen. Nur das Wort. Sonst hätte ich mich ganz zensieren müssen. Aber die Mission, easy. Jetzt müsste ich doch das Shirt holen können. Eine Verteidigungsmission und ich habe A sogar geschafft. Könnt ihr sie jederzeit wiederholen. So, da ist noch eine Verteidigungsmission. Da gehen wir als nächstes hin.
Danach gehe ich zum Sushi-Laden. Ich halte natürlich nach diesen Krebsen Ausschau. Beziehungsweise nach leuchtenden Viechern. Und hier ist ein T-Shirt-Alien. Okay, ich muss einmal drumherum fahren. Ich park einfach mal hier und guck mal hier so rum, ob hier vielleicht so ein Alien-Vieh auf dem Boden irgendwo sitzt. Wer weiß, vielleicht sitzen die im hinterletzten Eck. Würde ich auf jeden Fall erwarten, dass sie so sitzen. Ach, verdammte Axt, ich darf gleich das Auto von da hinten holen, beziehungsweise das Rad. Auch hier mal ums Eck gucken. Ich weiß ja nicht, wo sie alles versteckt sein können. Da werdet ihr mir bestimmt irgendwelche Tipps in die Kommentare schreiben. So, eine weitere Verteidigungsmission. Bring it on! So, und wieder Billo Aliens. Let's go. So, euch vermöbel ich. Oh ja, ich konnte ihn noch kurz greifen. Und tschüss. Und besiegt mir kein Todes, komm her. Und tschüss. Ein bisschen Geld bekommen. Komm her. Weglaufen ist nicht. So ein bisschen wieder gefudelt. Komm her. Hier hau ich das Gesicht ein. Und dann speise ich zum Frühstück. Man kann übrigens so auch einen Doppelkill machen, wenn sie gut beieinander stehen. Ich hatte eine Niete gerade. Und tschüss. Easy. Ja, ich krieg doch bestimmt auch für die Perfekten. Oh ja, wieder viel bekommen. Aber wie mache ich daraus jetzt ein Item? Irgendwie muss man das doch machen können. Ich darf jetzt einmal um das Gebäude herumrennen. Wartet. Ich gehe noch mal auf Aufzeichnungen. DG-Chip. Da fehlen mir Fernbedienungen. Heißt das, ich habe sie jetzt einfach oder muss ich sie wirklich irgendwo herstellen? Wenn ja, würde ich gerne erstmal wissen, wo. Hallo, ist hier ein Krabbenvieh, das ich essen kann? Wenn ich schon mal hier bin, mal gucken. Ja, einfach nur mal gucken, ob man irgendwo die Viecher random finden kann. Also ob ich jetzt hier nicht durch kann, weil da eine unsichtbare Mauer ist. Ja, und Jim will halt immer noch, dass ich zum Highway gehe. Na komm, dann gehen wir zum T-Shirt-Alien und daraufhin zum Klo. Darf ich wieder ein Klo entstopfen? Das ist mein Traumleben, Leute. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet. Kann ich eigentlich auch den da wegknieten? Das muss ich mal ausprobieren. Mit Nitro. Kann ich ihn wegnieten? Ja, kann ich. So.
So, hier war das T-Shirt-Alien. Von dir kann ich das Teil jetzt kriegen. Her damit. Her mit dem Otaku-Shirt. Das muss ich doch direkt anziehen. Wartet. Dafür kann ich auch einmal reinzoomen. Ist es nicht wunderschön? Eck mit dir. Ick, nein, ich fahre doch viel zu weit. Das Klo ist da vorne. Hier sind überall unsichtbare Mauern. Wer baut die nur immer? Ich will den verklagen, weil die stehen immer scheiße im Weg. War ich nicht. Okay, Toilettensanierung. Ich darf wieder die verstopfte Toilette reinigen. Leute, das darf nicht fehlen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder einen Nachtkampf kriege. So, erstmal muss ich die Sequenz finden und dann darf ich das Teil sanft rausholen, indem ich es rauf und runter bewege. Das ist so ein derber Humor von dem Spiel, aber ich liebe es. Ach, gerettet. Der hat sogar diesen Gesichtsausdruck. Ja, ich habe mein Lebensziel erfüllt. Wieso kriege ich dafür eigentlich einen Kinoflyer? Ich weiß immer noch nicht, was WSN ist. Warte mal. Gucken. Im letzten Klo war ein Leuchtevieh da. Ist hier noch ein Leuchtevieh? Nein. Kann ich da rein und gucken, ob da ein Leuchtevieh ist? Nein. Kann ich nicht. Warte mal. Das Anzug-Alien, beziehungsweise T-Shirt-Alien. Kann es mir verschiedene Hemden geben? Oder hat das nur eins? Okay, ich kann ihn kein zweites Mal ansprechen. Dann fahren wir hier als nächstes hin. Wir nehmen den großen Weg, dann kann ich vielleicht noch irgendwas unterwegs finden. Ich habe einen Menschen umgenietet. Ich meine, habt ihr den Typen gesehen, der das getan hat? Ich weiß von nichts. Merkwürdig, dass hier einfach Leute umgefahren werden in meiner Gegenwart und ich einfach nichts davon weiß. Was ist hier nur passiert? So, hier müsste auch irgendwo ein Klo sein. Kann ich noch ein Lebensziel erfüllen? Wahrscheinlich dahinter irgendwie. Zum Baustellenklo offenbar. Nee, tatsächlich ist das kein Baustellenklo. So, rein da. Ich darf wieder meinen Traumjob machen. Ach ja, und Müll sammeln müssen wir auch noch. Boah, wir kommen heute, glaube ich, überhaupt nicht zur Hauptmission. So, ich darf wieder das verstopfte Klo reparieren. Sunny, wenn du das siehst, bitte schreib was in die Kommentare. Ich warte nur auf deinen Kommentar. Und wieder ein Kinoflyer. Mann, du musst aufhören, so auf den Tag zu retten. Das ist ein Ruf, den man nicht haben will. So. Ich will auch einmal eigentlich das hier einmal machen. Müllsammlung. Das haben wir komplett vergessen. Also nochmal zurück. Ich gebe auch, bis wir dort sind.
Außer ich finde was unterwegs. Sind da. Weiß nicht, warum ich auf dem Boden lieg. Weiß es nicht. Warte mal, die paar Meter. Komm. Jetzt muss ich das Rad nur wiederholen. So. Dann haben wir unseren zweiten Traumjob. Müll sammeln. Mach nix lieber als Müll zu sammeln. Sammle allen Müll auf, bevor die Zeit abläuft. Drücke auf A, um Müll aufzusammeln. Wenn dich ein Alligator angreift, drücke auf die Taste, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Du kannst, und so kannst du dich auch wehren. Es gibt hier Alligatoren. Okay, wie viel Müll gibt es denn überhaupt? Hier ist Müll. Das ist wahrscheinlich ein Alligator. Ach komm, ich will ihn sehen. Zeig mir den Alligator. Ich hab Spaß. So, Müll sammeln, den Alligator eben kurz verprügeln. Verstehe gar nicht, warum den Job keiner machen wollte. Ist hier noch mehr Müll irgendwo? Oder gab es nur die 5? Hallo? Ich suche den Müll. Und genieße die geile Hintergrundmusik. Ich glaube, ich habe schon allen Müll aufgesammelt. Das war ja richtig easy. Taucht da jetzt noch was auf? Wenn nicht, dann skippe ich eben. Und verprüge so lange Alligatoren. Oder ich werde selbst einmal gegessen. Müssen wir natürlich auch einmal sehen, ne? Ich habe jetzt nicht absichtlich die falsche Taste gedrückt. Ich habe nur gedacht, das ist jetzt ständig die gleiche Taste. Ich habe den Müll endlich gefunden. Der war ganz in einer Ecke versteckt. Da war noch einer. Rang Gold. Ich hätte wahrscheinlich Platin bekommen, hätte ich nicht mich zum Fraß hingeschmissen. Ich werde jetzt aber auch nicht testen, was ich kriege, wenn ich das perfekt mache. Neues Level freigeschaltet. Was meint er denn jetzt damit? Ich muss mich sowieso noch verstärken hier. Man merkt, hier kann man noch sehr viel lernen. Ich muss 20 Skorpione fangen. Dann kriege ich Skorpionrahmen. Also wenn ich ihn jetzt zu dem Sushi-Laden bringe, dann bringt mir das nichts, will mir das Spiel sagen. Und ich bin auf die Schnauze geflogen, weil ich jetzt hier darauf gefahren bin, auf den Bürgersteig. Auch mal austesten. Kann ich dir hier die Krabbe hier bringen? Also den Skorpion? So oder so will ich einmal hier das Inventar komplett auffüllen. So, ja, dann habe ich wenigstens alles einmal voll. Wenn mich keiner meckern, ich würde mein Inventar nicht voll halten. Ich darf nur nicht vergessen, was was ist. So. Da gab es eine Person zum Quatschen. Da wollten wir noch hin. Warte mal, Fast Travel. Schnellreise zu Santa Destroy. Wo komme ich dabei raus? Wir müssen ja auch mal die Schnellreise testen. Shortcut. Geilo. Sah aus wie aus Zurück in die Zukunft.
So ganz leicht. Also die eine Verteidigungsmission möchte ich eigentlich gerne noch machen. Dann gibt's ab dem nächsten Part wieder Story. Und ich muss dringend diese Skorpione suchen. Ich werde eine Folge machen, wo ich hauptsächlich diese scheiß Skorpione suche. Das weiß ich jetzt schon. Wenn mir nicht schön... 8 Wellen! Was für ein Spaß darf ich denn hier jetzt erwarten? Gotti hat mich ja immerhin raufgebeamt. Nur die Billo-Aliens oder wie? Komm mir. Und tschüss. Und tschüss. Nara. Hudeln. Ich muss es mir merken, was ist. Kann mir einer von euch einfach eine Liste machen, was für was ist? Weil ich kann mir das nie im Leben merken. Ich kann mir nur merken, was ist Heilung. Das darf man natürlich täglich nicht vergessen. Und tschüss! Oh, ich hab A gedrückt. Weißt du was? Tschüss. Warte mal, test mir das jetzt aus. Das wäre Heilung. Das wäre Kraft. Das ist wer weiß was. Das war, glaube ich, diese Leiste unten. Ja. Und tschüss. Gerade kein Händchen. Oh, versteckst du dich da? Ich hab dich gesehen. Bam! Dreh ich dir ins Gesicht. Nächste Welle. Oh, jetzt werden es mehr. Und wieder einer weg. Unbesiegbarkeit, hier können wir nichts mehr. Tschüss. Vor allem Solo sind die absolut keine Bedrohung. Ich muss fudeln. Sechs Wellen habe ich schon geschafft. Das ging ja recht schnell. Ja, wieder einer weg. Wieder Münzen. Zack. Utopie-Coins. Oh!
Bam, einfach treten. So, bei den letzten zwei Wellen sind wir. Wieder einer weg. Pro Crazy Mode. Kann ich jetzt einfach greifen oder wie? Ich kann dann einfach so greifen, wenn ich den Pro Crazy Mode habe. Okay, ich kann mir merken, das macht meine grüne Leiste. Das hier... Nee. Welches davon macht die andere Leiste da? Ach, egal. Ich dachte mir, hinter mir gammelt bestimmt... Oh, greifen! Nein! Ich hätte greifen können. Sayonara! Und bam! Mit dem Sprungkick beendet. Das war doch ein geiles Ende. Ich habe den S-Rang sogar mal bekommen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem ganzen Zeug da überhaupt soll. Das werde ich wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet sehen. Also der will ja die ganze Zeit über den Highway fahren. So, ich besuche jetzt ein Klo, weil ich ja schon gesagt habe, ich beende jetzt die Aufnahmesession. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!